Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in meiner kleinen Blumenwerkstatt und ich zeige euch heute einen Blütenkranz für eine Feier und es ist also ein wunderschöner Tischkranz. Ich habe hier einen Oasis Steckschaumring eingeweicht, der tropft auch noch schön. Ja, und was ich dann mit dem mache, weil der soll mit roten und weißen Rosen gemacht werden, das zeige ich euch gleich nach der Intro. Und es lohnt sich also immer dran zu bleiben. Und gleich geht's weiter. So, also das Thema ist Rot und Weiß und hier stehen schon neben mir stehen schon die Rosen bereit. Wunderschön. Ich habe auch ganz tolles Weinlaub gesammelt für die Basis und ich muss jetzt einfach erstmal die Basis ausstecken von diesem Kranz. Das heißt, ich nehme jedes Weinlaubblatt und ja, Moment, erst denken, dann stecken, ne? Das heißt, ich stecke das jetzt hier so schräg und stecke dann mit dem Stiel des neuen Blattes durch das andere Blatt. Genau, ich zeige das einfach mal. Ich habe hier jetzt das Weinlaubblatt und möchte das eigentlich gern fixieren. Und schön ist ja eigentlich dann, wenn ich das neue Blatt so schneide, dass ich einfach durch dieses alte, durch den Vorgänger quasi so einmal durchstech. Und das Schöne ist dann, ich habe dann das Weinlaubblatt ganz toll fixiert. Und wenn ihr das jetzt mit Efeublättern macht, dann funktioniert es nicht so toll wie mit Weinlaub, weil durch Weinlaub kann man super schön durchstechen. Und das ist, die sind nicht so fest. Und Efeu ist ein bisschen fester. Es geht auch mit Efeu. Aber da müsst ihr dann mit dem Messerchen einfach mal so ein Löchlein machen, quasi so ein bisschen bohren in den Efeu und dann geht es. Und Weinlaub ist also so weich, da kann ich ganz lässig auch so einfach durchstechen und das ist natürlich total easy und relaxed. Das heißt, da ich auch, es ist jetzt heute, oh, es war so ein heißer Tag, es ist echt der Hammer, wir haben hier 30 Grad. Und es ist jetzt, ich gebe zu, es ist jetzt Abend und ich würde eigentlich auch ganz gern tatsächlich ins Bett gehen. Aber ich habe jetzt einfach, so genau, jetzt war ich einmal ein bisschen zu wild und habe hier den Stiel von meinem Weinlaubblatt einmal kurz gekillt. Und das würde ich jetzt dann mal wegtun. Ja, und es ist jetzt Abend. Aber ich habe gedacht, ach, jetzt bin ich, habe mich mit einer lieben Freundin getroffen und bin zurückgekommen und habe einfach diesen Abend schön genossen. Und trotz der Arbeit, die noch ansteht, weil morgen ist diese Feier und da soll ja dieser Tischkranz auch schön aussehen und erstrahlen, dann habe ich gedacht, ach komm, ich mache das abends, weil man muss das Leben genießen und man muss einfach die Dinge genießen, die so anstehen. Und nicht immer nur die Pflicht zuerst machen. Und da ich die Pflicht ja gerne damit kombiniere, dass ich euch ein Video mache, habe ich dann gedacht, ach, ich mache das jetzt abends noch und zeige euch auch mal, das ist jetzt zumindest schon mal von außen. So sieht das jetzt aus. Das Problem ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt von innen reingucke, also sprich von oben so in die Mitte, dann will ich natürlich auch nur grün sehen. Folglich mache ich jetzt genau das gleiche nochmal mit der Mitte. Und ich hätte gern die Mitte auch schön abgedeckt. Und da ich genügend Weinlaub
genügend Weinlaub auch geschnitten habe, ja, mache ich jetzt genau das gleiche mit der Mitte. Und das geht jetzt ein bisschen schneller, weil innen ist natürlich der Durchmesser nicht so groß. So, und dann habe ich das alles wunderbar versteckt, weil mein Spruch ist ja immer, die Technik braucht ja keiner sehen, ne? Und sprich den Steckschaum. Und dann sieht es auch ganz, ganz, ganz toll aus. Und dann kann ich auch gleich beginnen, mit meinen Rosen zu stecken. Zu den Rosen wollte ich euch auch noch was sagen. Also ich habe die jetzt vom Großmarkt heute geholt, die Rosen, und habe die einfach nur in den Eimer gestellt und habe die unten ein Stückchen angeschnitten, dass die gut Wasser bekommen. Aber ich habe die Rosen nicht geputzt. So, der Steckschaumring ist jetzt wunderbar ausgegrünt. Ich möchte nachher noch ein Gesteck machen und das habe ich jetzt hier auf den Untersetzer gemacht, aber das kommt gleich und ich würde sagen, das lege ich jetzt erstmal auf den Boden. Und damit ich auch mit allem gut klarkomme, mit den Stückzahlen, habe ich mir ausgerechnet, ich möchte gerne in das Tischkränzchen 12 rote, 12 weiße Rosen und ich möchte auch gern feine Blüten reinmachen. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt habe ich hier die Rosen. Jetzt könnte ich natürlich auch hergehen und sagen, ich putze diese Rosen. Ja, so wie man es dann denkt, ach ja, hier einmal putzen und ich schmeiße das jetzt hinter mich. Und dann hätte man alles geputzt. Aber wenn ich das jetzt alles hier putze, dann habe ich den ganzen Stiel geputzt und eigentlich brauche ich den ja eh nicht. Und das ist totaler Quatsch. Und da ich eh nicht die ganze Menge von diesen Rosen brauche, gehe ich einfach her, schneide die einfach mal kurz, ja, relativ kurz, weil diese Arbeit, die Rosenstiele zu putzen, die kann ich mir echt sparen, das ist totaler Quatsch. Und mache hier auch, so, kann die nochmal schön anschneiden und fange an, meine Rosenstiele zu stecken. Ich habe hier also tatsächlich auch noch so wunderschönes Grün vom portugiesischen Lorbeerbaum. Das ist total schön. Und da gehe ich auch her und mache jetzt auch noch ein bisschen Grün von diesem Lorbeer in den Kranz. Das kann ich also ganz toll verwenden. Das sieht richtig, richtig schön aus, bevor ich hergehe und die Rosen stecke. Also ich brauche immer so eine Basisbegrünung, ja, und wenn ich mir diese Steckbasis, wenn ich die schön ausgegrünt habe, dann tue ich mich natürlich viel leichter, da auch ein hübsches Tischkränzchen draus zu machen. Ich habe der Nachbarin ihren portugiesischen Lorbeer geschnitten und habe gedacht, ach, das schmeißen wir nicht weg, viel zu schade drum. Und es ist auch immer interessant, jetzt habe ich hier so ein längeres Stück Grün und überlege natürlich, wie kann ich das sinnvoll teilen. Und gehe dann her, teils und habe es auch so geteilt, dass man hier gar nicht, naja, die Spitze jetzt gar nicht so sehr wahrnimmt. Zupf unten noch ein Blatt weg und wie wir Floristen so sind, wir machen natürlich immer einen schrägen Anschnitt. Ich glaube, der ist so in Leib und Blut drin bei uns. Ich habe den geschnitten bei der Nachbarin und mache jetzt auch erstmal ein bisschen Blattglanz drauf, dass es schön aussieht. Soll ja auf dem Tisch toll aussehen. So, dann glänzt das ganz toll. Ich habe den geschnitten bei der Nachbarin und entweder ich stelle den in Wasser ein oder ich nehme einfach hier einen Müllbeutel, sprühe alles feucht an und habe es einfach in diesen Müllbeutel drin gelassen. Und dann bleibt es auch frisch, dann ist es gar kein Problem und kann es dann auch super verwenden. So, und jetzt gehe ich her, stecke meine Rosen, gehe immer her, schneide die einfach schon mal kurz und die müssen auch gar nicht alle in die gleiche Richtung gucken. Ich habe tatsächlich auch Schleierkraut geplant, dass ich das auch in dieses Kränzchen stecke. Gypsophila.
Also habe 2, 4, 6, 8, 10, 12 Rosen. Habe genau meine Stückzahl, die ich gern reinmachen wollte. So, nehme jetzt von den roten Rosen. Ach, ich muss die mal zeigen. Die sind so schön, oder? Ah, ja, so, das sind jetzt 10 rote Rosen. Habt ihr auch schön gekürzt. Jetzt hier noch richtig schöne Disteln gefunden, die auch noch dieses Weiß und Rot vereinen. Die fand ich total schön. Mache es auch wie gehabt. Auch hier schneide ich natürlich die Stiele erstmal kürzer und stecke die Disteln dazwischen. Und ich finde, dass die farblich super schön passen. Ja, dass die richtig, dass die das so abrunden, weil ich habe auch noch so nach so kleinen Spielereien gesucht, die auch noch gut dazu passen farblich. Und also entweder man nimmt Frauenmantel, also Alchemilla, oder man nimmt so eine Distel. Also irgendwas ist immer schön, wenn das so eine Verbindung schafft. Die Verbindung ist jetzt tatsächlich sehr gut da. Weil die Disteln sind weiß und rot und die Rosen sind weiß und rot. Und insofern ist es natürlich ganz toll. So, ich werde jetzt nochmal Schleierkraut stecken, dazwischen stecken. Fand es auch sehr schön, wenn dann noch so was Zartes auf jeden Fall in diesem Kränzchen drin ist. So, und mein Tischkränzchen nähert sich tatsächlich der Vollendung. Das ist jetzt noch ein bisschen Fleißarbeit. Ich muss nämlich hier von dem Schleierkraut, das ist hier, wenn ich das Schleierkraut hier so nehme, das ist natürlich so verzweigt. Und mit dem Weinlaub kann ich auch das Schleierkraut gut stecken und das ist super. Das macht mir das Leben leichter. Hinter mir der Grünmüllbeutel. Ja, das wird alles noch ein bisschen luxuriöser hier drin, weil der Grünmüllbeutel, der wird natürlich unter meinem Tisch sein. Aber solange mein Tisch nicht da ist und nicht fertig ist, kann ich auch den Grünmüllbeutel nicht unter den Tisch tun. Und folglich steht er jetzt hinter mir. Aber das ist jetzt alles ein temporäres Problem, das sich dann ganz schnell lösen wird. Ihr könnt jetzt schon erahnen, was daraus wird. Und wie süß dieser Tischkranz ist. Man kann dann also noch ein schönes Glas mit einer Kerze. Ich würde es tatsächlich mit einer weißen Kerze in der Mitte machen. Ich würde jetzt weiß oder rot, aber weiß ist immer so frisch, ja, so neutral. Und ich würde eine weiße Kerze nehmen und würde es dann auf den Tisch stellen. Aber ich zeige euch jetzt mal mein Kränzchen. Das hat jetzt auch wunderbar Platz noch für ein schönes Glas in der Mitte. Aber es ist jetzt schon richtig üppig und ich bin eigentlich total glücklich. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, dass ich euch dieses Video zeigen konnte. Und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Würdet ihr mit diesem Kranz auch feiern? Ja, und wird es auch für euch in Frage kommen? Das ist jetzt ein 32 cm Steckschaumring, den ich verwendet habe von Oasis. Und da mache ich euch natürlich nochmal den Bestelllink rein von Floristik24. Und wenn ihr sagt, oh, ich möchte auch gern feiern mit so einem schönen Steckschaumring, dann könnt ihr diesen bei Floristik24 mit 10% Rabatt bestellen. Und ansonsten kann ich euch sagen, ich habe eine Playlist
mit Tischdekorationen. Die blende ich euch jetzt auch noch mal ein. Und da könnt ihr noch viele tolle Tischdekorationen sehen und ganz viele Ideen, weil es gibt noch viel, viel, viel mehr Ideen. Und dreht auch immer mal eure Arbeit und dann seht ihr auch noch mehr, wo eine Lücke ist. Und ich glaube, dann kann der Feier und diesen tollen Festen nichts im Wege stehen. Ja, das war's jetzt von mir zum Thema Tischdeko. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und sag einfach alles Liebe und alles Gute von eurer Margit. Macht's gut. Ciao. Liebe Grüße aus der Werkstatt.